Okay. Ich bin Josef Hu. Ich entwickle selbstständig Spiele, sehr viel gemeinsam mit den Broken Rules und unterrichte an der FH Salzburg Multimedia Technology, das Fach Game Design und Playable Media. Lieber Josef, was war dein erstes Lieblingsspiel und warum hast du es so cool gefunden? Mein erstes Lieblingsspiel war wahrscheinlich Earthworm Jim. Das habe ich irgendwie sehr cool gefunden, weil es ein sehr, sehr surreales Setting hat und einfach unglaublich viel von Situationskomik lebt. Und es hat einfach von jeder Sekunde zu jeder Sekunde extremst viel Spaß gemacht, weil man immer wieder was Absurdes machen hat können. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich das aus einem anderen Medium nicht so kennt habe. Welche Veränderungen siehst du auf die Branche, auf die Videospielbranche in den nächsten Jahren zukommen? Die Videospielbranche in der nächsten Zeit wird sich sicher nur mehr professionalisieren, was zur Folge hat, dass im Normalfall neue Teams es sehr, sehr schwer haben, irgendwie einen Fuß in die Branche zu kriegen, weil man eigentlich schon fast irgendwie so einen Backlog braucht oder irgendeinen etablierten Namen, um wirklich Visibility zu kriegen. Und das ist eigentlich alles, worum es im Moment geht. Du musst einfach nur sichtbar sein, weil sonst gehst du halt in den 600 Spielen, die halt in der Woche rauskommen, auf Steam halt völlig unter. Also nicht nur gut sein, sondern auch noch das Ganze sichtbar machen. Ja. Was ist dir an deinem Beruf wichtig, wovon andere Menschen außerhalb der Branche vielleicht gar nicht wissen, dass es Teil von deinem Beruf ist? Ich finde irgendwie Spiele als Medium und somit auch mein Beruf total interessant, weil er sehr viel andere Medien in ein Produkt vereinen kann. Das heißt, du kannst halt ganz viel audiovisuell arbeiten, aber du hast auch taktiles Feedback, du hast ganz viele Sinne irgendwie, die irgendwie verwendet werden und du hast andererseits auch dieses total unberechenbare Moment des Inputs vom Spieler oder von der Spielerin. Das heißt, du versuchst was zu designen, aber es kann ganz anders benutzt werden und das finde ich so total interessant, dass es echt halt, es ist so wenig vorhersehbar. Alle Speedrunner wissen genau, wovon sie zusprichst. Wenn es nur eins gibt, was die Studis von deinem Unterricht im Kopf behalten, was könnte es sein? Ich finde, man sollte immer versuchen, in seinem Designprozess nicht zu standardisiert zu denken, nicht so sehr versuchen, irgendwelche Klischees runterzuspulen, die man eh schon irgendwie aus anderen Medien oder vielleicht aus Spielen selber kennt, sondern immer versuchen, von neu anzufangen und auf die Spieleidee, die man hat, irgendwie aufzubauen und da irgendwie nicht nur Sachen, die eh schon etabliert sind, irgendwie draufzustopfen, sondern immer neu zu denken und je weirder, desto besser im Normalfall, weil du musst natürlich am Ende ja herausstechen und herausstechen tust du nicht, indem du ein sehr standardisiertes, uninteressantes Produkt erzeugst. Wunderbar. Vielen Dank. Na bitte.